Ja, was haben wir denn da? Eine lustige Schar. Bams. Oh, jetzt ein Sonnenaufgang wäre genau richtig. So, Level 20 sind wir immer wieder und können uns eben ein Kartoffelchen leisten. Da hinten werden wir kleine Schleime auseinandergenommen von Skorpionfreunden. Ach, ist das schön. Wir betrachten das Treiben einfach mal. Während wir ein bisschen Energie tanken, wir müssen in der Höhle sicher sein, solange wir mittendrin stehen. Und es wird heller. Wat? What? Und wieder Miniskorpione. Hey, doch nicht. Du wolltest mich gerade angreifen. Ich hab's genau gesehen. Und du auch? Hallo? Ah, hier ist alles voll mit Schleims. Bastard Schleims. Nee, aber ganz ehrlich, warum? So, solange das Schwert noch aushält. Und die kleinen Skorpione lassen wir jetzt mal. Mal gucken, was passiert. Aber dich nehmen wir mit. Nö, du alter Fuchs. Wolf. Fuchswolf. Und noch mehr kleine Skorpione. Ist doch super. Ich hoffe ja, die wachsen irgendwie. Dann können wir nämlich die dann auch wieder umbringen, wenn sie erwachsen geworden sind. So, da hinten, da sehe ich noch einen Werwolf, den haue ich aus dem Gebälk, genau wie die Skorpione. Das heißt, wir sammeln ein paar Level, da kann ich das Schwert wieder upgraden. Und ich habe gerade Creeper gesehen. Guten Tag, junger Mann. Nein, das hast du dir so gedacht. So, langsam wird's, langsam wird der Status kritisch. Ich glaube, einen kann ich jetzt noch mitnehmen und dann ist... Oder bis Level 23 machen wir vielleicht nochmal ganz schnell. Dann müsste das Schwert noch reichen und dann müssen wir auf jeden Fall zurück. So, Level 22, obwohl bis Level 23, weiß nicht, ob es aushält. Ist ja jetzt eher wieder so ein schleichender Prozess. Kommen Sie! Und ich glaube, da unten haben wir ein paar spezielle Freunde. Ach Mensch, du bist es wieder. Ich kenne dich. Du hast doch einen YouTube-Channel. So. Der nimmt seine Videos auch immer auf dem Kinderspielplatz auf. Level 23. Okay, das sieht ja super aus. Das heißt, wir können wieder zurück. Und auf der Reise nehmen wir noch mal ein paar mit. Aber die kleinen Skorpione werden nicht wirklich groß, ne? Oh, vielleicht doch. So, die kleinen Schleimse lasse ich mal, das lohnt sich nicht. So, dann begeben wir uns mal wieder zurück und dann überlege ich mal, wir müssen noch Diamanten holen für den Amboss. Na, aber hallo! Ach, das ist ja nett. Alter, wo kommst du denn her? Was für ein super Empfang. Level 24. Finde ich ja spitze. Aber Freunde, langsam wird's knapp. Ich bin mal so frei, das Schwert zu wechseln. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen vorsehen. Die Vorsehung beginnt jetzt quasi. Nicht, dass wir aus Versehen beim Vorsehen kaputt gematscht werden. So, was haben wir denn hier? Alter, 63 Schleimbälle. Pff, wo soll ich denn hin mit dem Scheiß? Dahin also. Naja, gut. Alter, so viele.
Die Scheiße kann ich weghauen. Was ist das denn hier? Lederharnisch. Aha, okay. Habe ich einmal mal gefunden da. Lederharnisch? Das ist aber keine Lederrüstung, ne? Das sieht jedenfalls nicht so aus, als wäre es von der Honeyball gepixelt worden, sondern irgendwie aus dem Spiel kommen. Merkwürdig. Naja, gut. Fleisch packe ich natürlich mal wieder da oben rein. Für die Hundis später. Einen alten Bogen kann ich wegschmeißen. Hier haben wir noch Heart of the Undead, bla bla bla. Hier, die Scheiße kann ich da rein. Chitin, ja, weiß ich nicht. Herz der Untoten, komm, das packen wir dann da rein. Nee, okay. Ach so, die lassen sich nicht stacken. Das ist natürlich auch super. Okay, was haben wir noch? Spinnenaugen, Sprengpulver und ein paar Knochen. Und einen rohen Fisch. Der müsste doch da oben rein, ne? Genau. Wo ist er hin? Da. Und Chitin, was soll ich denn damit machen? So, eigentlich wollte ich ja nur, Diamanten holen. Durch den Regen! Ich hoffe, jetzt kommt keiner. Kommt keiner, kommt keiner, kommt keiner. So, geschafft. Notfalls können wir ja auch hier oben mal pennen, ne? Das haben wir ja auch schon noch nie gemacht eigentlich, dass wir hier mal einfach pennen gehen. Geht ja auch. So, jetzt aber erstmal das Ding da drauf. Eieiei. 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 So viel dazu, dass wir es noch weiter enchanten können. Naja, naja, naja. Also billig ist das nicht unbedingt, aber immerhin haben wir unser super Schwert wieder einigermaßen funktionellen Zustand und dann können wir es später nochmal enchanten. Wir machen jetzt einmal nochmal so eine Nacht, ne? Oder vielleicht machen wir noch ein paar Nächte, wo wir einfach Creature bashen gehen. Habe ich nicht auch Enderperlen mitgenommen? Komisch. Wo wir Creature bashen gehen und dann können wir uns ja bald auch mal die Rüstung verzaubern und so weiter und so fort. Das haben wir alles noch nicht gemacht. Das wird alles mal langsam Zeit. So. Und ich würde sagen, ich mache dann gleich auch eine kurze Aufnahmepause mal wieder. Apropos Creature Bashen. So. Level 2. Am Anfang geht es ja mal ganz schnell. Das heißt, es ist sowieso immer eine gute Idee, die Level nicht allzu sehr anzusparen, weil je höher die Level sind, desto länger dauert das mit dem Aufsteigen und ihr gebt die sowieso für Enchantments oder sowas aus, das heißt möglichst früh ausgeben, damit man mit möglichst wenig Erfahrungskügelchen möglichst viel bewirken kann, ne? Also das ist ja immer so das Rezept quasi. So. Und wir sammeln immer noch Saplings hauptsächlich, auch wenn es hier gerade dunkel und scheiße aussieht. Hast du was gegen dunkle Scheiße? So, ich sammle einfach noch ein paar Saplings auf und dann mache ich eine Aufnahmepause, um einfach mal schnell zu rendern wieder. Solange die Folge 1000 noch braucht eben. So, das Lustige ist, ich kann ja dann einfach... Die Folge 1000 wird da quasi... Wird das ein normaler Gameflow? Ich weiß es noch nicht genau. Ich kann es noch nicht sagen, ob das in den normalen Gameflow stattfindet. Ich muss aber momentan noch ein bisschen vorbereiten. Weil ich ja wirklich alles abdecken will, was gewünscht wurde. Also zumindest fast alles. Zwei, drei Wünsche werde ich leider nicht erfüllen können. Und leider ist deiner mit dabei. So. Boah, wenn es so dunkel ist, sieht es ja ganz schön scheiße aus, möchte ich mal festhalten. Also wenn es so regnet halt, ne? Alpha-Baum oder normaler Baum? Normaler Baum. Tschüss. Ich sehe das hier gerade nicht so richtig. So.
So, der kommt auch weg. Und ich muss mal die großen Bäume da hinten wegreißen, damit wir da auch mehr Blätter rauskriegen. Wieso waren denn da jetzt vorhin so viele Schleime eigentlich? Weiß das jemand? Gibt es da irgendwie so einen besonderen Algorithmus, dass man manchmal eine Nacht der Schleime hat? Oder so einen Angriff der Schleime oder was weiß ich? Das fand ich ja schon ein bisschen merkwürdig. So, ich gehe mal ein bisschen aufsammeln hier. Uah. Ist voll der Slalom. So, da hinten. Ach, guck mal, da können wir da gleich nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Und der hat wieder kleine dabei. Das ist doch super. Okay, ich hoffe, wir kriegen dann auch bald genug zusammen. Sonst, ich mache dann auf jeden Fall erstmal auch erstmal was anderes, glaube ich. Wobei ich gerne, ich würde schon gerne den Monsterhand würde ich gerne fortsetzen, dass wir uns mal ein paar Level anlachen halt, ne? Ich meine, wozu haben wir denn Diamantrüstung und das Schwert und überhaupt alles? Ich glaube nur, wenn wir alles enchanten. Oh, Regen hat aufgehört, endlich. Ich glaube, wow, ey. Ich glaube nur, wenn wir alles, wirklich alles enchanten, dann wird es bald keine Herausforderung mehr gegen Monster. Ich hätte ja gern ein paar Plasmide, Alter. Gibt es sowas nicht? Eine Bioshock-Mod für Minecraft, dass man Plasmide entwickeln kann? Haha. Die Idioten bekämpfen sich jetzt gegenseitig, das ist ganz gut, das passt mir gut ins Konzept. Natürlich hat er den umgebracht, scheiße. Die Erfahrungspunkte hätte ich brauchen können, aber naja. So, wir begeben uns wieder zum Strand, wo ich da hinten schon eine tolle Sause sehe. Ich hoffe nur, jetzt greift mich kein Fisch an. Komm schon. Im Wasser sind Creeper jetzt zum Glück relativ handzahm. So. Da greift er mich einfach an. Der ist ja mutig. So. Und schon wieder Level 6. Das lob ich mir. Und da hinten haben wir auch noch ein bisschen anderes Gezuppel. Ich muss doch gleich wieder rüber, damit wir noch ein paar Saplings einsammeln können. Aber jetzt machen wir ja erstmal räumen ein bisschen hier auf, ne? So, ein Creeper hat mich schon gesehen. Genützt hat's ihm nichts. Der zweite Creeper hat mich gesehen. Genützt hat's ihm nichts, ey. So, hier gibt's nochmal auf den Kopf. Und jetzt sehe ich da hinten. Ach, da hat's wieder schön viel angesammelt. Ich glaube, Sumpfregionen sind dafür sowieso sehr anfällig, dafür, dass sich da Monster tummeln. Und da hinten ist ja eigentlich eine Sumpfregion, auch wenn man es nicht so sieht, aber das wurde hinterher so erklärt quasi mit den Biom-Updates. Deswegen spawnen hier ja auch gerne Schleime, weil die ja auch in Sumpfregionen spawnen. Wie ihr ja sowieso schon wisst, brauche ich ja gar nicht erklären. Alter, ist hier was los? Da war doch ein Skelett gerade noch hinter. Ich dachte, das Skelett schießt dem in den Rücken. Verdammt. Nase juckt. Obwohl, nee, lieber nicht. Nachher explodiert er hier nämlich. Und dann reißt uns der Creeper so ein Loch in die Landschaft. Das wäre natürlich auch ungeil. Und ich höre schon wieder einen fetten Moppel. Das gibt's doch gar nicht. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Schieß mich ab, los!
Aber es scheint so, als würde der Moppel so oder so auf uns zielen. Alter, ich muss hier dringend weg. Nein! Alter, nein! Jetzt bin ich auch noch vergiftet, weil irgendein scheiß Fisch mich angegriffen hat. Oh oh. Sind alle weg? Nein. Freunde, wir können auch Freunde bleiben. Ich habe eine Kartoffel und du nicht, aber wir können doch trotzdem Freunde bleiben. Scheiße, ich muss gucken, wo ich hindüse. Hast du einmal nicht aufgepasst? So, huch, bloß nicht den Enderman angucken jetzt. Die anderen haben sich wieder verpieselt. So. Ich bin wieder da. Hüa! Scheiße, ich wollte doch die Saplings da hinten aufsammeln. So, hier, dankeschön, bitteschön. Jetzt ab da nach vorne. Ja, ich habe ein Schleimkübelchen übersehen, aber wir haben eh so viele. Ich sehe dich! Spinni! Schon wieder so viele Schleime da hinten. Alter, was hier los ist? Das ist ja wie ein kaltes Buffet hier quasi. Huah! Huah! Alter. Hey, ich hab den Aussehen angeguckt, wa? Alter, willst du mich verarschen? So, der hat den mitgerissen wenigstens. Alter. Halt's Maul! Wollte ich ein böses M-Wort sagen, hab's aber nicht gemacht. So, ich muss ja dringend die Erfahrungskugeln einsammeln. So, was soll ich wegwerfen? Die ein... Alter, die Kartoffel. Was soll ich mit der Kartoffel? Nee, nee, nee. Du bist tot, Junge. Das gilt nicht mehr. Und jetzt Erfahrungspunkte einsammeln. Yeah. Boah, alter Schwede. Und jetzt rollen wir die Scheiße da hinten mal auf. So, hallo, mein Freund. Alter. Ach, alter Schwede, diese blöden Ratten, die sind echt mies. Ja, der Geist. Ich hab's gesehen. Also nicht gesehen, ist ein Geist. So. Level 18. Na, das scheint ja ganz gut zu laufen heute Nacht. Und da hinten sehe ich... Ah, der trifft wieder nicht. Na egal, komm. Nein, 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 nein. Fuck it. Ich glaube, der hat einen Alpha-Baum mitgerissen. Das war der Creeper aber, ne? Das war ich nicht. Scheiße. Wieso ist denn da unten so hell eigentlich? Habe ich mich von meinen eigenen Schritten erschrocken. Und wo sind die ganzen Viecher jetzt hin? Na, wenigstens ein Geist bleibt mir noch. Aber wo sind jetzt alle hin? Hey, kommt zurück! Habt ihr euch erschrocken, weil der Creeper explodiert ist? Naja, wenigstens habe ich noch so einen Glibberzossen. Ah! Alter, diese Brut.
Spider-Man. Dein Schicksal ist gekommen. O Enderman.